Wer kennt es nicht? Der Wasserkocher heizt nicht wie am Anfang. Das heißt, er muss entkalkt werden. Ganz einfach. Hat auch fast jeder immer zu Hause. Essig und natürlich der Wasserkocher. Einmal den Wasserkocher öffnen, ganz normal. Dann einmal den Essig zum Entkalken dazugeben. Darauf ist zu achten, ich habe jetzt zum Beispiel eine Heizspirale drin. Die Heizspirale sollte komplett bedeckt sein. Bei einer Heizplatte reicht es, wenn der Boden nur bedeckt ist. Und ja, das lasse ich jetzt circa einen Tag einziehen bzw. einwirken. Dann ist der Wasserkocher auch wieder entkalkt. Viel Spaß beim Nachdenken.